Ihr habt eine ganz ausgefallene Idee gehabt. Die normalen Leute haben ihre Weihnachtsbäume im Wohnzimmer und ihr im Garten. Wie kommt man denn auf so eine Idee? Okay, die Idee ist eigentlich schon 2 Jahre alt. Ich und die Freundin haben da angefangen zu bauen, da, das Haus, haben wir von der Oma gekriegt und haben angefangen zu bauen. Und dann haben wir damals schon gesehen, also wenn wir den ersten Winter drinnen sind, stellen wir keinen Christbaum ins Haus, sondern weil wir haben vor dem Haus eigentlich einen super lässigen und machen dort irgendwas. Und dann natürlich im Laufe der Zeit ist mein Nachbar und natürlich ab und zu vorbeigestülpt. Ja. Und dann hat man halt da hier und da lustige Runden gehabt und Ja, ein paar Bierchen ein paar getrunken, Bierchen ja. getrunken, oder? Und so ist man dann halt ein kleines Brainstorming an Art, ist man dann auf die Idee gekommen, wie man es umsetzen könnte. Und Eure Tanne hier im Garten ist ein richtiges Prachtexemplar. Wie groß ist sie und vor allem wie alt ist sie bereits? also die Tanne ist ca. 20 Meter hoch, hat der Opa damals gepflanzt, auch wo er am Hausumbau war. Und ja, vor 60 Jahren circa. Eure Christbaumkugeln sind ja auch sehr, sehr ausgefallen. Die sieht man bereits von der Straße aus. Was ist so besonders in ihnen? Und vor allem, bekommt man sie in einem normalen Handel zu kaufen? Nein, also normalerweise nicht. Das ist eigentlich auch im Sommer entstanden, die Idee. Da sind wir eigentlich auch Freundin, ich und mein Nachbar wieder mal im Garten geguckt. Und lustig. Und dann sind vom Bauern die Meien da, das Heu, und dann sind die Die Leins, Höhleins da fette gelegen. Höhleins liegen dann nebeneinander. Und haben wir gesagt, hey, was ist eigentlich, wenn wir die aufwickeln oder ein bisschen drüllen oder so. Und das haben wir natürlich dann auch gleich mal lustig probiert Ja, und hat natürlich. Und dann haben wir die tiptop Dinger geklappt. zusammentrüllt halt Naja, da. meine Freundin hat dann Verpackt. die ganzen Verpackungsutensilien organisiert und in Abendstunden haben wir die zusammengewickelt und so ist Machen sich das. ganz gut. Ja. Ja. Stolzer Durchmesser von 80 cm und 50 mal. Passt gut auf. Wie viele Weihnachtskugeln werden denn schlussendlich auf eurer Tanne noch landen? Also im Gesamten sind es 20 20, denn. ja. 10 kleine, 10 große. Wie lange seid ihr bereits mit dem Aufbau beschäftigt? Ist eigentlich ziemlich schnell Ja, gegangen. sehr. Gestern Gestern Nachmittag halt, ja. Nachmittag haben wir angefangen, ja. Naja. Und ist mit der Kleakrobatik geht es eigentlich ziemlich gut. Das wäre die nächste Frage gewesen. Wie kommt ihr denn auf die 20 Meter hohe Tanne rauf? Also ich überhaupt nicht. Höhenangst? Ja, ein bisschen. Und ich habe eigentlich die Tannen alle, die da im Umkreis standen, als kleiner Bub schon bestiegen und darum ist es immer noch kein Problem eigentlich. Nur noch die Frage der Fragen, werden auch Geschenke unterm Weihnachtsbaum zu finden sein? Ziel. Natürlich, zu Weihnachten gehören Geschenke und da gibt es dicke, fette Geschenke unter ihnen. Das heißt, die Bescherung findet im Schnee im Garten statt. Die findet im Garten statt, So ist ja. es, mit Mit Glühwein. Glühwein und Pipapo, alles drum und dran.